Ja, hallo. Das Wunder von Wörgl. Ich werde da gar nicht so viel drüber sagen, sondern ich spiele euch einfach was vor, was sich jeder von euch selber auch zu Hause anschauen kann. Es ist auf YouTube frei zugänglich, aber vielleicht kommt der eine oder andere sonst nicht dazu, außer eben im Rahmen dieser Mahnwache. Wir reden hier jede Woche über die vielfältigen Probleme, die es auf diesem Planeten gibt. Und das ist auch gut so, und wir prangern auch die Verbrechen an und so weiter, und das ist auch gut so, aber trotzdem ist das im Endeffekt nicht so sehr viel anders, als wenn wir Ärzte wären, die sozusagen die Symptome eines chronisch Kranken permanent kritisieren, ja? Aber nicht an der Ursache arbeiten, woher diese chronischen Krankheiten tatsächlich kommen. Nur die chronischen Krankheiten bzw. die Ursachen sind an sich gar nicht so kompliziert. Wir werden allerdings da wirklich bewusst natürlich dumm gehalten und erfahren im Prinzip davon so gut wie gar nichts. Und sie resultieren im Endeffekt alle aus dem herrschenden Finanz- und Geldsystem, das wir haben. Wir erfahren davon wirklich absolut nichts. Also ich habe selbst auch das Vergnügen gehabt, 5 Jahre mich mit dem Thema in einer Hochschule, in 2 Universitäten in Deutschland zu beschäftigen, und habe in 5 Jahren nichts gelernt. Und schon gar nicht darüber, was Geld eigentlich ist und wie es überhaupt entsteht. Also eine echte Tragödie. Also es ist offensichtlich, dass wir das auch gar nicht verstehen sollen. Ansonsten würden wir uns schon wundern, wie wir es zulassen können, dass ein Staat bzw. ein Parlament, wie zum Beispiel dieses hier, dessen ureigenes Recht es an sich sein sollte, die Finanzhoheit eines Landes zu lenken, überhaupt jemals darauf einsteigen konnte, dass es sich von einem privaten Verbrechersyndikat Geld gegen Zinsen leihen muss. Und das dann auch noch die Dreistigkeit hat, die Kosten für die Tinte und für die Zettel, ja, und für das Prägen der Münzen auch noch auf den Steuerzahler abzuwälzen. Dieses Schuldgeldsystem, was dadurch entstanden ist, funktioniert immer nach dem einfachen Prinzip. Es entsteht ein neues Geld und es entsteht eine Schuld in derselben Höhe, plus Zinsen, die natürlich nie zurückbezahlt werden können. Wir sprechen da sehr, sehr oft darüber, dass wir diese Schulden zurückzahlen. Das ist weder praktisch noch theoretisch möglich. Können nie zurückbezahlt werden. Würden wir alle unsere Schulden und alle Staaten und Schulden zurückbezahlen, müssten wir zum Tauschhandel zurückkehren, weil es gäbe nämlich kein Bargeld mehr. Wir hätten aber noch einen Haufen weitere Schulden, die wir nie zurückbezahlen können, weil dafür das Bargeld oder das Geld überhaupt nicht entstanden ist, nämlich die Zinsen. Und die immer größer werdenden Zinsen und immer steigendere Verschuldung führt uns letzten Endes zu einem immer regelmäßig auftretenden Kollaps, zu deren Ende die Staaten kurz vor dem Zusammenbruch gezwungen sind, ihr ureigenes Tafelsilber zu verscherbeln, wie zum Beispiel Wasserversorgung, Energieversorgung, ja. Sogar selbst das Kolosseum wurde mittlerweile verscherbelt in Italien, ja, die Algarve-Küste in Portugal, Inseln in Griechenland. Also eine traurige Entwicklung, und all das bringt nichts, weil selbst diese Verscherbelung von diesen Dingen, die man nur ein einziges Mal verkaufen kann, kann nicht so schnell so viel Geld einbringen, wie die Zinslast wächst. In den letzten 13 Jahren wuchs die Verschuldung in den EU-15, also den alten europäischen Ländern, die ohnehin vorher schon stark verschuldet waren, um mehr als das Dreifache. Tendenz immer schneller steigend. In den USA, ihr erinnert euch vielleicht, Mitte der 2000er Jahre lag die Schuld, die Staatsschuld, bei ca. 5,5 Billionen Dollar. Man hat sie damals dann erhöht bis auf damals 8,5 Billionen Dollar, also die Schuldenobergrenze. Diese wurde dann 3 Jahre später erreicht, im Jahre 2008. Dann hat man sie erneut erhöht auf 16,7 Billionen Dollar. Diese Grenze wurde dann erreicht Ende letzten Jahres, im Oktober, also vor ziemlich genau einem Jahr, bis man im Februar beschlossen hat, weitere 1,3 Billionen Dollar in die Luft zu pumpen. Also so entsteht unser Geld, immer durch einfach nur weitere Schulden. Um nicht als Verschwörungstheoretiker dazustehen, lese ich euch ein paar Zitate vor von Menschen, die das wissen müssen und die auch belegbar sind und die man sich nachlesen kann. Ich sage zum Beispiel eins: Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück. Null. Von Voltaire. Das ist spannend, man muss sich vorstellen, wie alt das ist. An sich ist Papiergeld in Ordnung, vorausgesetzt unsere Obrigkeit ist perfekt und die Könige verfügen über eine göttliche Intelligenz. Dieses Zitat stammt von Aristoteles. Staatsverschuldung ist einfach ein Mechanismus für die versteckte Enteignung von Vermögen. Gold verhindert diesen heimtückischen Prozess. Es beschützt Eigentumsrechte. Wer hätte geglaubt, dass so etwas Alan Greenspan mal gesagt hatte? Wenn die Regierung das Geld verschlechtert,
um alle Gläubiger zu betrügen, so gibt man diesem Verfahren den höflichen Namen Inflation. Von George Bernard Shaw. Der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder. Meyer Amsel Rothschild. Der Zinseszins ist die größte mathematische Entdeckung aller Zeiten. Albert Einstein. Jeder, der glaubt, exponentielles Wachstum geht in einer begrenzten Welt immer weiter, ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom. Kenneth Boulding. Gib mir die Kontrolle über die Währung einer Nation, dann ist es für mich gleichgültig, wer die Gesetze macht. Meyer Amsel Rothschild. Ich kümmere mich nicht darum, welche Marionette auf dem Thron von England sitzt, um das Imperium, in dem die Sonne nie untergeht, zu regieren. Der Mann, der die britische Geldmenge kontrolliert, kontrolliert das britische Imperium. Und ich kontrolliere die britische Geldmenge. Nathan Meyer Rothschild. Die wenigen, die das System verstehen, werden so sehr an seinen Profiten interessiert oder so abhängig sein von der Gunst des Systems, dass aus deren Reihen nie eine Opposition hervorgehen wird. Die große Masse der Leute aber, mental unfähig zu begreifen, wird seine Last ohne Murren tragen, vielleicht sogar ohne zu mutmaßen, dass das System ihnen ihren Interessen feindlich gegenüber gesinnt ist. Gebrüder Rothschild, 1863. Wer auch immer die Geldmenge in unserem Land kontrolliert, ist der uneingeschränkte Herrscher über den gesamten Handel und die Industrie. Und sobald man begreift, dass das ganze System sehr einfach gesteuert werden kann, so oder so, durch einige wenige an seiner Spitze, braucht man einem nicht mehr erklärt werden, woher zyklende Inflation und Rezession kommen. US-Präsident James Abraham Garfield, 1881, zwei Wochen bevor er erschossen wurde. Das Kreditsystem, das seinen Mittelpunkt hat in den angeblichen Nationalbanken und den großen Geldverleihern und Wucherern um sie herum, ist eine enorme Zentralisation und gibt dieser Parasitenklasse eine fabelhafte Macht, nicht nur die industriellen Kapitalisten periodisch zu dezimieren, sondern auf die gefährlichste Weise in die wirkliche Produktion einzugreifen. Und diese Bande weiß nichts von der Produktion und hat nichts mit ihr zu tun. Karl Marx. Ich habe zwei große Feinde, die Südarmee vor mir und die Finanzwelt hinter mir. Von diesen beiden Feinden ist der Letztere der Schlimmere, Abraham Lincoln. Ich sehe in naher Zukunft eine Krise heraufziehen. In Friedenszeiten schlägt die Geldmacht Beute aus der Nation und in Zeiten der Feindseligkeiten konspiriert sie gegen sie. Sie ist despotischer als eine Monarchie, unverschämter als eine Autokratie, selbstsüchtiger als eine Bürokratie. Sie verleumdet alle jene als Volksfeinde, die ihre Methoden in Frage stellen und Licht auf ihre Verbrechen werfen. Oder heute würde man sagen Verschwörungstheoretiker. Eine Zeit der Korruption an höchsten Stellen wird folgen und die Geldmacht des Landes wird danach streben, ihre Herrschaft zu verlängern, bis der Reichtum in den Händen von wenigen angehäuft und die Republik vernichtet ist. Abraham Lincoln, kurz vor seiner Ermordung, 1865. Vor 50 Jahren betrugen die Arbeitseinkommen 96% und die Kapitaleinkommen 4% des Bruttosozialprodukts. Heute betragen die Arbeitseinkommen 60% und die Kapitaleinkommen 40%. Ein Arbeiter bei Henry Ford konnte sich mit 3 Monatslöhnen ein Auto kaufen. Das gibt es heute nicht mehr. Relativ hat sich die Situation der Arbeitnehmer kontinuierlich verschlechtert. Die Hälfte unserer Einkommen zahlen wir direkt oder indirekt für Zinsen, Zinskosten, für Fremdkapital, sind in die Preise aller Dinge, die wir kaufen, einkalkuliert. Und der Schuldendienst unserer Staaten und Gemeinden ist zum größten Ausgabenposten ihrer Budgets geworden. Das bedeutet, wenn Sie persönlich weniger als 50% Ihres Einkommens aus Zinsen erzielen, gehören Sie zu den Verlierern dieses Systems. Auf der Gewinnerseite sind Sie nur dann, wenn Ihr Zinsaufkommen Ihr Arbeitsaufkommen übersteigt. Wolfgang Berger, Banker und Unternehmensberater, November 2000. Eine Regierung muss sparsam sein, weil das Geld, das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes stammt. Es ist gerecht, dass jeder Einzelne dazu beiträgt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber es ist nicht gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen Einkommens mit dem Staate teilen muss. König Friedrich II. Von Preußen. Papiergeld ist eine Hypothek auf den Wohlstand, der gar nicht existiert, gedeckt durch Pistolen, welche auf die gerichtet sind, die den Wohlstand erarbeiten müssen. Da wir nun mit echtem Geld zu tun haben wollen, beteiligen wir uns nicht an irgendwelchen Betrugssystemen der Zentralbanken. Selbstdarstellung der Freien Bank der Lakota-Indianer 2008. Bankraub ist eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank. Bertolt Brecht.
Es gibt keine subtilere und auch keine sicherere Methode, einer Gesellschaft ihre Grundlagen zu entziehen, als die Zerstörung ihrer Währung. Und kaum einer unter einer Million versteht das wirklich. John Maynard Keynes.